Wer hat nun recht? Auf der einen Seite wird gerade diskutiert, wie gefährlich die Ansteckungsgefahr bei Kindern ist. Es wird diskutiert, inwieweit man die Menschen an ihren Grundrechten einschränken darf. Der eine Virologe gibt da Entwarnung, ein anderer wiederum gibt da wieder eine Warnung aus. Und dann gibt es noch die Bürger, die sowieso alles viel besser wissen als jeder Politiker sowieso und als jeder Experte. Und am Ende stehen wir Menschen da und wissen nicht, was wir tun sollen. Wir wissen zwar, was wir wollen, aber wir wissen nicht, ob das wiederum gut oder schlecht ist. Und mit all unseren Fragen und Ängsten wissen wir nicht, wohin damit. Denn so langsam wird der Ton in den Familien, bei Freunden oder auch bei der Arbeit rauer. Corona kann keiner mehr hören. Warum? Weil wir alle keine Lösung haben. Da stellt sich die Frage, wohin mit unseren Gedanken? Wohin soll ich gehen, wenn ich langsam um meinen Job bangen muss? Wenn meine Existenz als Firma gefährdet ist, das Geld der Kurzarbeit nicht mehr ausreicht, ich nicht mehr weiß, wie es mit den Kindern zu Hause weitergehen soll, wie ich es dort aushalten soll, wir nicht mehr wissen, wie es mit der Schule oder in den Kindergärten weitergeht. Wohin damit? Seit Wochen begleitet mich ein Lied. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Von Albert Frey. Und dieses Lied gibt mir eine Antwort auf diese Frage. Denn ich darf wissen, dass ich jederzeit mit meinen Ängsten, meinen Zweifeln, meine Sorgen, meine Fragen zu Gott kommen darf. Er hat immer ein offenes Ohr für mich und er fängt mich auf mit seinen Händen. Er ist nicht von mir irgendwie genervt und er hat es auch nicht leid, von meinen Ängsten und Sorgen zu hören. Er ist immer da für mich, gerade dann, wenn ich ihn brauche. Machen Sie diese Erfahrung und gehen Sie damit zu Gott. In diesem Sinne bleiben Sie behütet.